liebe Zauberfreundinnen und Zauberfreunde, heute haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Wir wollen heute nämlich nicht zaubern und nicht jonglieren, sondern unsere Füße trainieren. Und da machen wir ganz viele kleine Aufgaben. Und weil ich das alleine nicht so gut kann, habe ich heute zwei Assistentinnen dabei. Die Svea habe ich mitgebracht und die Liska. Und die zeigen euch direkt eure erste Aufgabe. Die erste Aufgabe heißt nämlich, ziehe deine Socke aus, aber nur mit den Füßen. Guckt mal, wie es am besten geht. Ich glaube, am leichtesten ist es, wenn wir uns hinsetzen. Und jetzt Füße nach vorne und losgelegt. Wer kriegt die Socke nur mit dem Fuß aus? Verschiedene Techniken gibt es da. Ich glaube, die Svea hat die beste Technik. Die hackt sich nämlich mit dem Zeh hier oben in das Fußbündchen ein. Also, die großen Zeh da reingehakt. Ja, genau. Und dann versuchen den... Jawoll! Geschafft! Erste Aufgabe schon mal erledigt. Hervorragend. Ihr seid bereit? Dann kommt die nächste Aufgabe. Alles, was ihr braucht, sind Plastikbecher. Wie genau die aussehen, ist total egal. Der erste Becher wird in die Mitte gestellt. Die anderen könnt ihr irgendwo hinlegen. Und eure Aufgabe ist es, alle Becher zu stapeln. Aber natürlich nur mit den Füßen. Los geht's. Also wieder verschiedene Techniken. Die Svea benutzt zwei Füße, die Liska eins. Ja, ohne dass der Sturm umfällt. Sehr gut. Guck mal, Svea, da ist noch einer. Ja, schaffst du? Super. Und? Oh, das ist jetzt aber schwer. Ja, da bin ich gespannt. Vielleicht anlehnen. Ja! Ah, ich stelle den Turm nochmal hin. Und Liska. Ah, auch nicht schlecht. Einfach den Fuß. Ja, nochmal, nochmal, nochmal. Du darfst dich natürlich auch wieder hinstellen. Also, ihr seht, es gibt nicht eine Lösung, sondern ganz viele. Vielleicht versucht ihr ganz viele unterschiedliche. Geschafft. Und wenn euer Turm nachher so hoch ist, dann seid ihr richtige Profis. Viel Spaß beim Ausprobieren. Weiter geht's mit der nächsten Aufgabe. Und zwar muss dieser Luftballon in der Luft bleiben. Der darf nicht den Boden berühren und wir reichen ihn weiter mit den Füßen. Also, Füße an den Ballon und immer weitergeben. Oh, hast du einen Lister? Ja, das sieht gut aus. Oh, da ist er weggeflutscht. Aber wir probieren es nochmal. Einmal drehen, Svea, das sieht gut aus. Ich komme und... Jawohl, hast du? Ja, jetzt sind wir gut im Training. Schwupp. Also, immer den Ball weitergeben und nicht aufgeben. Ja, ja, ja. Und, Svea, kommst du dran? Manchmal verknoten sich die Füße, macht aber nichts, macht nämlich viel Spaß. Also, ausprobieren. Ihr Lieben, das waren ein paar Aufgaben, die man mit den Füßen machen kann. Das schult ganz doll eure Wahrnehmung und auch euer Gleichgewicht und eure Koordinationsfähigkeit. Und die braucht ihr nämlich auch beim Jonglieren. Ihr dürft euch noch tausend Sachen selber ausdenken, was man mit den Füßen alles machen kann. Aber wir verabschieden uns erstmal und sagen Tschüss! Tschüss!